Am Weg mit Michael Ringler, die jungen Zillertaler ganz persönlich, 25 Jahre UC. Hallo Michael. Hallo, freut mich, dass ich da sein darf mit dir. Du bist jetzt der Dritte in der Runde. Ich war ja mit deinen beiden Kollegen, mit dem Markus und mit dem Daniel, schon unterwegs. Mit dem Markus war ich Skifahren, mit dem Daniel war ich Klettern und wir zwei machen es heute gemütlich. Ja, ganz genau. Und das entspricht eigentlich genauso, wie ich bin. Ein bisschen der gemütlichere Typ, ein traumhafter Tag heute. Wo sind wir? Wir sind am Aachensee und sitzen gerade am Steg und schauen auf das türkisblaue Wasser. Weil wir so früh dran sind, sind wir auch noch alleine hier. Ganz genau, und das ist natürlich traumhaft da. Jetzt zum Thema. Der Name die jungen Zillertaler hat ja ganz direkt was mit dir zu tun. Richtig, das stimmt, weil mein Papa, Toni Ringler, ist eben bei die Zillertaler und hat über 40 Jahre da Musik gemacht. Und dann war halt das irgendwie naheliegend, dass wir uns dann nennen die jungen Zillertaler. Und das hat natürlich auch da von sich keiner was dagegen gehabt. Man hat ja am Anfang auch nicht gewusst, wie sich das entwickelt. Aber im Prinzip passt es immer noch und wir sind glücklich mit dem Namen. Bis Ende letzten Jahres gab es die Zillertaler und die jungen Zillertaler. Jetzt haben die Zillertaler aufgehört. Genau. Und jetzt ist natürlich schon die Argumentation fürs Junge weggefallen. Aber nachdem ihr die Juzis seid, vor allem die Juzis, werdet ihr die Juzis bleiben? Auf jeden Fall. Aber die Juzis gibt es seit 25 Jahren, da ist kein Rütteln dran. So ist es, ja. Was spielen wir jetzt für ein Lied, so als Einstieg? So ein Tag wie heute, schon schön wie die Sonne scheint. Der Michael ist der Größte der Juzis. Es gibt den Sportlichsten, es gibt den Aufgedrehtesten und es gibt den Größten. Du bist wie groß? Ungefähr 1,90 Meter. Also die 1,95 Meter auf der Homepage, die sind ein bisschen geschummelt. Ah, das weiß ich gar nicht, dass das so steht. Aber man schrumpft ja mit der Zeit ein bisschen. Seit gestern bist du 41 Jahre alt. Also du denkst, dass du da schon geschrumpft bist. Ich glaube schon, dass das da losgeht mit dem Alter, ja. Was geht sonst noch so alles los? Hast du schon Abnutzungserscheinungen? Auf jeden Fall. Also natürlich durchs Akkordeonspielen, der Rücken immer schon und die Knie. Aber mittlerweile muss ich sagen, ich habe schon schlimmere Zeiten gehabt. Also zurzeit geht es ganz gut. Du warst ja irgendwann mal Lehrer und das sogar im Sportunterricht. Richtig, das stimmt. Wobei, das war nur so eine kurze Phase einmal, wo ich das gemacht habe, aushilfsweise. Aber an und für sich bin ich eigentlich Mathe, Musik, GZ, Informatiklehrer. Wie lange hast du das Lehrersein ausgeübt? 2 Jahre komplett. Und dann waren die Juzis so aktiv, dass du nicht mehr Lehrer sein konntest oder wolltest? Als Lehrer hat man ja sehr viel frei, sagen die Leute immer, ja. Was ja stimmt eigentlich. Aber frei nehmen geht halt nicht. Und da waren dann halt so gewisse Angebote da, so Tourneen, wo man 2-3 Wochen am Stück unterwegs war. Und das war natürlich jetzt nicht genau in die Sommerferien. Und dann war das halt einfach nicht mehr möglich. Und dann habe ich mich entscheiden müssen und habe dann alles auf die Musik gesetzt. Was könnte man jetzt musikalisch da draufsetzen? Was mir ganz brutal gut gefällt und was mir als Kind schon gefallen hat, Reinhard Fendrich. Und das war so die Zeit, da habe ich noch auch schon Konzerte gehen dürfen. Nix ist fix. Alles ist möglich, aber nix ist fix. Sie hören eine Juzi-Spezialsendung anlässlich 25 Jahre die jungen Zillertaler. Heute ganz persönlich im Interview mit dem Michael Ringler. Und zwar, das persönliche Interview mit dem Michael Ringler habe ich am Steg am Aachensee sitzend geführt. Und dann habe ich ihn gefragt, wie sein musikalischer Werdegang begonnen hat. Ja, ich habe mit 5-6 Jahren begonnen, Akkordeon zu lernen. Auf Druck des Vaters oder weil du das wolltest? Absolut auf meinen Wunsch. Wir haben zu der Zeit nur bei meinem Opa im Haus gewohnt und da ist so ein Akkordeon vom Onkel in der Stube gewesen. Und das hat mich wahnsinnig fasziniert. Und von meinem Papa, der Cousin, der war dann Musiklehrer in Wattens und das hat irgendwie dann so gut gepasst, weil eigentlich mit 5-6 ist man noch schon sehr jung. Und ich kann mich gut erinnern, dass ich brutal gekämpft habe, stundenlang oft am Nachmittag. Aber du hast durchgebissen. Offensichtlich. Dann ging es weiter. Dann habe ich die Blasmusik für mich entdeckt, weil es in einem Ort wie Strass kommt man um das nicht drum herum. Und mit Akkordeon war natürlich bei Blasmusik nichts. Und der Papa war ja auch Schlagzeuger bei den Zillertaler und da ist ja auch immer ein Schlagzeug daheim gestanden. Und dann war absolut Schlagzeug mein Instrument. Ihr seid ja alle irgendwie in die gleiche Schule gegangen. Ihr kennt euch alle aus Strass aus der Schulzeit. Richtig. Bei uns waren so wenig Kinder, dass die Klassen eben zusammengelegt worden sind. Das heißt, wir waren, obwohl wir 2 Jahre auseinander sind, in der gleichen Klasse. Kannst du dich erinnern, waren dir der Markus und der Daniel schon von klein auf gute Freunde oder hat sich das dann über die Musik erst entwickelt? Wir waren
immer schon gute Freunde. Da waren natürlich schon andere auch noch dabei, da in dem Ort. Da ist man dann automatisch, wenn man Blasmusik, Ministranten, Jungschau oder wie das alles heißt, das ist schon immer so eine Clique von 10, 15, 20 Buben, sage ich jetzt einmal. Natürlich waren auch Mädeln. Und da haben wir uns immer schon gut verstanden, auf jeden Fall. Spielen wir jetzt ein Lied für Daniel zum Beispiel? Ja, gern. Wir mögen alle gern die Band Pur aus Deutschland. Und da wir miteinander alt geworden sind, passt, glaube ich, ganz gut ein graues Haar. Das waren jetzt Pur. Diese Gruppe hat für euch alle irgendwie schon einen Stellenwert in der Erinnerung. Richtig, weil die sind in Deutschland absolute Messlatte, was gute Shows betrifft. Die waren immer der Vorreiter, haben wahnsinnig gute Songs und die haben einfach ausgefeilte Shows gehabt, wo man viel sich anschauen hat können. Wie machen die das? Wie arbeiten die mit den Leuten und so weiter? Und wir haben uns da schon zeitenweise viel so DVDs, auch von Weltstars einfach umgeschaut, um ein bisschen zu sehen, wie läuft so eine Show an und wie was mache ich mit den Hüften? Zum Beispiel. Wobei der Daniel, der Kurt ist selber, der braucht doch kein Vorbild. Und wie ist dir damit gegangen? Ja, ich habe da meinen eigenen Weg gefunden. Mir auf der Bühne versuche natürlich, mich professionell zu verhalten und für die Leute da zu sein und einen guten Job zu machen. Und das kann man von solchen Größen gut lernen, finde ich. Weil du es heute schon gesagt hast, du bist eher der Ruhigste von euch dreien. War das für dich jetzt auch mehr Überwindung, diese ganze Bühnenshow und das rundherum? Überhaupt nicht. Nein, weil das hat ja nichts mit Ruhigkeit zu tun. Ich rede halt nur, wenn ich gefragt bin. Wenn ich nichts zum Sagen habe, dann halte ich halt meine Klappe. Aber das sich so öffnen und eben auf der Bühne stehen, das hat dir auch immer schon Spaß gemacht? Immer schon, absolut. Das Sagen, was man kann, das ist ja als Kind noch viel intensiver, wenn man was gelernt hat. Ein super Stickel auf dem Zircher, dann will man ja das auch sagen. Das war nie eine Überwindung, das war immer was Schönes. Spielen wir jetzt was Altes von den Jutzis, etwas, wo vielleicht du mit der Ziehharmonika gut zur Geltung kommst? Ja, und zwar hat unser Wegbegleiter Sepp Schönleitner damals mit Willi Willmann einen Titel geschrieben, der heißt Habt ihr nicht den Michel gehört? Und den hören wir uns jetzt an, den Michel. Genau. Der erste junge Mann traut sich da schon ins Wasser. Wir sind da noch heraus und sitzen am Steg. Michael von den Jutzis heute bei mir zum Gespräch. 25 Jahre Jutzis. Du hast vorhin deine Familie angesprochen und das ist ja ein ganz wichtiges Thema in deinem Leben. Absolut, ja. Ich habe das relativ spät erst für mich entdeckt. Im Gegensatz zu vielen anderen, die mit Mitte 20 oder schon Anfang 20 Familienplanung machen. Aber umso mehr ist das jetzt für mich was ganz was Besonderes und ganz was Gewaltiges, was ich eben vorher nicht kennt habe. Seit 6 Jahren bin ich da absolut Papa. Dein älterer Sohn ist 6 Jahre alt? Ganz genau. Und dann gibt's noch einen? Ja, der ist im April 1 Jahr alt geworden. Wie geht's dir mit den Nächten? Ganz hervorragend. Also ich muss sagen, meine beiden Söhne sind, was das betrifft, sehr pflegeleicht. Aber halt der Morgen ist dann meistens der Knackpunkt. Ab wann kommen sie? Ja, ab 6 Uhr muss man schon rechnen. Beim Baby gibt es natürlich noch keine Hobbys, aber was machst du mit deinem älteren Sohn? Der ist im Moment noch offen für alles. Und ich tue wahnsinnig gern mit ihm durch den Wald spazieren. Und ich lasse ihn aber dann auch gern wieder mal allein irgendwas machen. Und natürlich bei mir daheim die Musik. Die ist halt auch ständig präsent. Er darf alles einschalten und der weiß schon genau, was er jetzt für den Moment hören möchte. Die zwei heißen? Simon und Jakob. Und deine Frau? Daniela. Spiel mal was für die Daniela. Ja, gerne. Ein Lied, das haben wir auch bei unserer Hochzeit spielen lassen, bei der Sonnesamtlichen. Und zwar Endless Love, Lionel Richie und Shania Twain. Schön. Bitte unbedingt die Version. Ganz, ganz gerne. My love, there's only you in my life. Heute unterwegs mit dem Michael von den Jutzis. Die dritte Jutzi-Spezialsendung, die mit dem Markus war ja schon im Februar beim Skifahren, die mit dem Daniel im Mai beim Klettern und mit dem Michael sitze ich heute am Aachensee am Wasser und wir werden da sicher noch hineinspringen, wir zwei, oder? Ganz genau, weil ich liebe nämlich das kalte Wasser. Heute ist der 4. August und am Freitag in 1,5 Wochen geht's dann so richtig auf, Michael, und zwar das große Jutzi Open Air. Es ist das 20.
und es findet zu eurem 25-jährigen Jubiläum statt. Bram, bam, 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 bam. Ja, ganz genau. Ist ein Wahnsinn. Da sieht man erst, wie die Zeit vergeht. Zum 5-Jährigen haben wir halt das erste Open Air damals gemacht und jetzt freuen wir uns schon. Versuchen natürlich ganz ein besonders gutes Open Air zu machen. Also los geht's schon am Donnerstag, am 15. August am Abend. Ganz genau. Da haben wir unseren traditionellen Begrüßungsabend. Ein bisschen im kleineren Rahmen. Am Freitag geht's dann weiter mit dem Fan-Aktivtag. Da gehen wir wandern und machen eine schöne Radio U1-Sendung. Ja, da werde ich dabei sein, so schaut's aus. Ja, super, da freuen wir uns. Da berichten wir von 14 bis 16 Uhr von der Wanderung in die Grammaik. Ja, richtig. Und am Samstag, am 17. August, ist dann das große Jutzi Open Air. Ganz genau, traditionell. Beginn immer 16 Uhr mit einem gewaltigen Vorprogramm. Zum Beispiel Vox Club, die Baldauer, Marc Bircher. Und wir haben noch einen Überraschungsstargast engagieren können. Auf dem freuen wir uns auch gewaltig, weil mit dem, wo wir 2001 schon auf Tournee, damals noch mit Musikantenstadl, und zwar Roberto Blanco. Oh la la, spielen wir was von ihm, oder? Ein bisschen Spaß muss sein. Ein bisschen Spaß muss sein. Was du da jetzt in Händen hältst, unsere Hörer können es jetzt zwar nicht sehen, aber wir können es beschreiben, ist jetzt endlich das Buch 25 Jahre, die jungen Zillertaler. Allein schon der Umschlag ist ja wahnsinnig gut gelungen. Da haben wir ein Wimmelbild machen lassen, wo man so auf einem Bild 25 Jahre Jutzi sieht. Schaut ein bisschen aus wie ein Kinderbuch, aber das passt gut. Und es schaut auch aus von der Dicke her und von der Schwere und von der Größe her wie ein Wörterbuch. Ja, es ist einfach wahnsinnig dick geworden, weil wir so viel gefunden haben in den Archiven. Also es ist jetzt 530 Seiten, fast nur... Wunderschöne Bilder. Ja, eigentlich nur Bilder immer mit einem Bildtext dazu, dass man sieht, was das war. Da sind eure Fans drauf, da seid ihr vor allem von den Anfängen an drauf. Dann die Kollegen, die ihr getroffen habt. Ah, ein Nacktfoto von, wer ist jetzt das? Offensichtlich der Markus von hinten. Das ist Seite, sagen wir gleich die Seite dazu. Seite 306. Seite 306, also wer sich das Buch zu Gemüte führt, gleich auf 306 schauen. Gut, also wer Lust hat, euren Werdegang zu beobachten, der Daniel beim Klettern, ihr seid da alle beim Klettern. Ja, das war mein erstes und einziges Mal. Nicht so toll gewesen? Wohl, es war super. Aber? Anstrengend. Der ruhige Jutzi. Schaut aber ja, cool aus. Ich muss dazu sagen, ich habe für mich herausgefunden, ich komme einfach von einer Anstrengung nicht mit einer Anstrengung erholen. Okay. Insofern mache ich das, was wir da heute machen, schon lieber. Du hast recht, wir haben es sehr fein, wir zwei. Ich glaube, wir haben neugierig genug gemacht auf das Buch. Ja, auf jeden Fall. Das gehört in jedes gut sortierte Bücherregal. Gut, und was spielen wir da jetzt für ein Lied? Jetzt spielen wir eins für dich. Für mich möchte ich gerne das Lied von Rascal Flatts spielen. Das ist eine amerikanische Countryband. Es heißt Here. Und im weitesten Sinne ist natürlich eigentlich ein Liebeslied, aber im größeren Sinne bedeutet hier, alles, was ich in meinem Leben gemacht und tun habe, hat mich hierher geführt. Also in dem Fall jetzt zu dem, was wir da heute hocken, da am Steg und den Achensee genießen können, hier. Mit dem Michael anlässlich 25 Jahre Jutzis am Aachensee zu einem ganz persönlichen Gespräch. Michael, wenn man auf 25 Jahre zurückschaut, da gibt es natürlich einige Geschichten zum Erzählen. Ganz viele natürlich, positiv und negativ, wobei natürlich das Positive selber wiegt. Aber es gibt so Highlights, da ist mir zum Beispiel in Erinnerung geblieben, da haben wir einen Auftritt gespielt bei den Klostertaler damals, nur beim Open Air im Vorprogramm. Und wir haben aber einen anderen Auftritt schon umgenommen gehabt und der hat sich nicht aussagen lassen und wir wollten auf diesen Auftritt bei den großen Klosterdollar nicht verzichten und haben dann einen Hubschrauber gebucht. Was wir allerdings nicht so ganz bedenkt haben, so ein Hubschrauber ist zwar wahnsinnig schnell, aber der hat mit dem Gepäck Einschränkungen. Und dann waren wir beim Einladen und dann sind wir da mit unseren Griffen dahergekommen und dann sagt er einfach mal, jetzt ist es voll. Und dann haben wir uns überlegt, okay, was können wir jetzt da lassen, damit wir trotzdem nur den Auftritt spielen können. Ja. Live natürlich. Und wir haben uns dann dafür entschieden, das Akkordeon mitzunehmen und haben den E-Bass und die Gitarre zurückgelassen. Dann sind wir ins Klostertal geflogen, auf die letzte Sekunde und irgendeine Band ist da gestanden und haben gesagt, du könntest uns schnell einen Bass und die Gitarre leihen. Ja, natürlich, kein Problem. Und dann waren wir aber schon auf der Bühne. Und jetzt wurde es aber irgendeine so ein bisschen modern angehauchte Band, die haben andere Stimmungen auf die Instrumente gehabt. Und wir haben dann losgelegt und es war einfach nur Chaos, weil Gitarre und Bass und Akkordeon hat nicht zusammengestimmt. Aber irgendwie haben wir dann den Auftritt trotzdem noch gut umgebracht, weil ich kann mich gut erinnern, dass die Leute dann begeistert waren. Wann war das ungefähr? Ich schätze so 98. Ich weiß, was wir jetzt spielen. Ich habe einen Heli-Helikopter. Wir sind
sitzen am Aachensee, haben es da wunderschön und haben unsere Plauderstunde da heroben bei strahlendem Vormittagssonnenschein. Michael, jeder von den Jutzis hat ja eine andere Aufgabe neben den Acts auf der Bühne und der Musik. Was ist deine? Die ganze musikalische Vorbereitung der Auftritte, dass das alles funktioniert, dass die Bühne funktioniert, das ganze Technische auch, alles, was da für die Bühne benötigt wird und auch die Arbeiten für die CD-Produktion, Aufnahmen und so weiter, das ist halt meine Aufgabe. Was ist der nächste Auftritt? Das kann ich jetzt so spontan gar nicht beantworten, um das kümmere ich mich nicht. Der Markus ist bei uns der Terminchef und ich schaue dann einfach morgen in meinen Kalender nach und schaue, aha, jetzt muss ich da hin. Der Markus hat gesagt, ich soll um 6 Uhr aufstehen und da hinkommen. Nein, so, also das machen wir uns schon aus, wenn wir uns treffen, also aufstehen, das entscheiden bei mir die Kinder. Michael, ihr habt natürlich auch Konzerte von anderen Bands euch angehört. Was war da zum Beispiel dein erstes Konzert und wie alt warst du da? Ja, ich war als Jugendlicher, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie alt ich da war, schätze mal so 11 oder 12 vielleicht, wo ich zum ersten Mal in der Olympiahalle und da hat gespielt Roxette. Und das war damals natürlich ein Wahnsinn für mich, die Band live zu sehen. Joyride oder was soll es sein? Bitte, Joyride. Hello, you fool, I love you. Come on, Joyride. Heute die Spezialsendung über den Michael Ringler, den Juzi-Much. Ich sag's jetzt einfach einmal. Ich sag sonst Michael zu dir, aber jetzt sage ich mal der Juzi-Much. Ist okay. Kann man gelten lassen. Michael, du hast jetzt vorher das 20. Juzi Open Air so erklärt, wie das abläuft. Ich frage mich, wie man das konditionell durchhaltet. Das frage ich mich selber auch ab und zu. Aber wenn man auch die Leute wieder sieht, es sind wirklich ganz viele Stammgäste bei uns da. Die sehe ich jedes Jahr da am Open Air. Und nachher freut man sich. Und dann ist man schon wieder umgeschalten auf Open Air Modus und dann läuft es wieder. Da gibt es kein Halten und da hat man Energie genug dann in dem Moment. Jetzt spiel mal ein Lied für den Markus. Für Markus, da hätte ich gern. Und zwar, wir haben mal einen Titel gecovert vom Alpenland-Quintett. Wir gehen nicht heim. Und da haben wir so Gaudi im Studio gehabt und ich weiß, dass er den Titel gern mag und ich darf mir gern wünschen, die Originalversion vom Alpenland-Quintett. Wir gehen nicht heim. Heute das Spezialinterview mit Michael Ringler von den Juzis, anlässlich 25 Jahre Juzis. Michael, dein 6-jähriger Sohn, der Simon, spielt zwar noch kein Musikinstrument, aber... Zum 3. Geburtstag hat er sich ein Mikrofon oder Bühne gewünscht und das steht natürlich bei uns im Wohnzimmer ständig bereit. Okay, früh übt sich. Genau. Gibt es irgendein Lied, das der Simon gerne hört? Mein Sohn, der mag ganz gern die Francignodi. Ende unseres Interviews hat der Michael dann einen Sprung in den Aachensee gewagt. Und hopp. Und als er dann wieder auf dem Steg herausgeklettert war, habe ich ihn Folgendes gefragt. Warum ausgerechnet hier? Ja, der Aachensee ist bei uns früher als Familienkurzurlaub immer angesagt gewesen. Und zwar immer mit Papa und Mama. Weil mit dem Papa war mir nie im Schwimmbad. Weil mein Papa ist ein Lehrer und er hat es verständlicherweise nicht so mögen, da 1000 Schüler zu treffen im Schwimmbad. Und deswegen mit Papa und Mama immer Aachensee und Schwimmbad mit der Mama. 25 Jahre Juzis liegen hinter uns, Michael. Und wie viel liegen noch vor uns? Das weiß ich nicht, wie gut uns die Gesundheit noch mitspielt. Ja, wir sind einmal voll Energie noch und freuen uns auf die nächsten 25 Jahre, sage ich mal so. Die gingerten nur leicht aus. Du bist jetzt gerade 42 geworden gestern. Ja, ich hoffe es. Michael, das war ein ganz, ganz feines Interview mit dir. Vielen Dank dafür. Danke, es hat mich auch total gefreut und natürlich in dieser Atmosphäre ein Wahnsinn. Es gibt nichts Schöneres für mich. Hör mal mit einem Juzi-Titel auf. Ja, möchtest du was Lustiges oder was Ruhiges haben? Ja, das liegt jetzt ganz an dir, Michael. Dann darf ich sagen, eine der schönsten Balladen, die wir aufgenommen haben, dann reißt's auf. Ohne Worte. Ohne Worte.